So, wir kommen zurück bei Cryostasis. Ja, kann sein, dass es noch in dem Part ist, wo ich gesagt habe, bis zum letzten Part. Denn ich mache jetzt Aufnahmesessions am Schluss, habe ich beschlossen. Jetzt gerade, wo der Ladebildschirm war. Und an dieses Level kann ich mich erinnern. Oh Gott, da habe ich so ewig lang gehangen. So ewig fucking lang. Aber immerhin ist hier. Ja, hier ist. Hier geht's raus. Allerdings. Kalt. Na, Captain, was geht? Und der Mond scheint. Sag was! Ah, du bist langweilig. Ich gehe weiter. Hallo, mach was! Mach was! Hallo! Da jetzt aber! Ah. Schwuler Captain! Deine Mutter ist eine Hure! Hallo! Und da liegt eine Postkarte. An den Kapitän des Atomeisbrechers Northwind. Begeben Sie sich mit der Fracht zum Zielort und legen Sie kurzfristig an. Ihr Schiff wird anschließend stillgelegt. Bereiten Sie alle notwendigen Dokumente vor. Okay. Oh, kaka, 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 kaka. Kaka kalt. Ja, so knapper geht's nicht mehr von dem Leben her. Was ist hier los? Oh. Wenn jetzt ein Zombie kommt, sind wir geliefert. Scheiße, wir brauchen schnell Wärmequerme. Sonst werden wir hier krepieren. Und hier kommt wieder diese billige Musik aus Russland. Okay, das waren jetzt eine jede Menge Visionen. Und hier geht's nicht weiter. Na, hier geht's weiter. So. Ist hier jetzt irgendwo eine Wärmequelle? Jo, hier ist es sehr, sehr kalt. Hier sollten wir nicht hingehen. Hier ist es, ja, ihr wisst schon, wie gesagt, sehr, sehr kalt. Wo sind wir hier denn? Okay. Jetzt hier weiter. Aha. Ich warte mal, ne? So. Ist hier irgendeine Zeitschrift oder sowas? Was ist das? Sind das Kippen? Sieht da noch aus. Was ist hier? Nichts. Ja, hier ist es immerhin wenig warm. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie. Also, ja, ein bisschen Wärme getankt. Aber wo geht's hier jetzt weiter? Hä? Wo sind Sie? Moment, zur Krankenstation! Zur Krankenstation! Die Krankenstation ist überfüllt. Dann in den Gang, an den Wänden entlang. Schnell! Sind wir durch die Wand gegangen? Oh mein Gott! Wir sind durch die Wand gegangen! Das sind solche fucking Cheater, oder ich zumindest. Also, nee, ernsthaft jetzt, ich habe nicht gecheatet. Falls ihr das jetzt denkt.
Ich weiß nicht einmal, ob es hier überhaupt Cheats gibt. Welche Schleimlöser haben wir? Alles klar, besorgen Sie Ampicillin und EDTA. Wie viel? Was immer wir haben. Wir brauchen vielleicht alles. Stuhl! Erinnert mich an Amnesia Demo, wo ich gezockt habe. Stuhl! Die Tür sieht man kaum. Und die sieht man auch kaum. Doktor, sehen Sie. Augen und Nase mit Wasser ausspülen. Kleidung entfernen, seinen Magen auspumpen, bevor es zu Blutungen kommt. Zu dem Sack ist. Ach, zu dem. Habe ich gar nicht gesehen. Bei ständigem Erbrechen 50 Milliliter Natriumchloridlösung 10% intravenös. Kein Essen, keine Getränke. Jetzt wird mir hier völlig bombardiert mit Visionen. Neokompensan Polygluzinum. Alles, was wir haben. Intravenös. Bis zu 400 Milliliter alle 24 Stunden. Und jetzt los! Die Zeit läuft uns davon! Geht nicht. Ah, schon wieder eine versteckte Tür. Doktor, er ist kollabiert. 4 Milliliter Cordiamin und 1 Milliliter Mesatonlösung 1% unter die Haut, sofort. Dann einen Katheter ansetzen mit 4 Milliliter Noradrenalinlösung 0,1% pro 200 Milliliter Natriumchloridlösung. Ja. Oh. Auch Licht. Oh, jetzt sind wir aber sehr gut gewärmt. Gewärmt. Hier geht's weiter. Doktor, bitte sehen Sie sich das an. Was ansehen? Das ist doch bereits klar. Sie strahlen fast. Überprüfen Sie den Puls. Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Oder komm mal her. Ich glaube, da kommen wir her, oder? Nee, kommen wir nicht. Nein! Scheiß automatisches Türschließsystem. Wo bin ich hier? Ah. Leiche! Ja. Ist verschwunden. Oh, komisch. Machen wir mal ein neues. Schauen wir mal, was da drin ist. Ah, eine Leiche. Ja. Und hier? Ah, noch eine Leiche. Ha. Was zum... was? Hä? Ah. Was zum Teufel? Oh je. Ja, bis gleich. Okay.
zapfen. Ein Schalter. Haben wir was geöffnet? Natürlich. Jedes Schalter öffnet noch irgendwas. Sonst würde er ja nicht Schalter heißen. So, ist das offen? Diese Eiszapfen, die machen mich völlig nervös. Uiui. Kann man sich da wärmen? Nein. Ah! Kann man das kaputt machen? Mann, das ist ja tiefgefrorenes, festes Eis. Oh, ich bin zu behindert! Ah, doch nicht. Ah. Hm, die Hunde sind ziemlich aggressiv, glaube ich. Na, lass mal erst mal nach. Hä? Hätte man eigentlich schon die ganze Zeit machen können. Beim Laufen zum Beispiel. Naja, egal. Da sind die Hundis gewesen, glaube ich. Und eine Vision. Der ist eingesperrt worden. Interessant. Schauen wir mal, wie er gestorben ist. Hey! Die Tür hat sich geschlossen. Nein! Verbracht. Eisberg, Steuerboot voraus! Scheiße, was ist los? Zurückbleiben. Ist nicht durch denn, ja? Was machst du da? Auf was schießt du? Holt den Arm des Heckkranz ein! Hallo? Okay, es ist offen. Schnell, 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 schnell. Er wurde erschossen. Scheiße, wie kommen wir jetzt hin? Zurück in eure Käfige. Was ist, wenn ich nicht will? Ich verfolge den jetzt mal. Keine Ahnung warum. Geht hier ab. Hallo? Wo soll's denn hingehen? In die Freiheit. Gehört ihr zu jenen, die das Recht haben, ihr Joch abzuschütteln? Ernüchtert haben viele ihre letzten Werte verloren. Na dann los. Das war ja eigentlich ganz einfach, sag ich mal. Ist jemand? Junge, Junge, vielleicht hat er irgendwelche Hinweise, wo es weitergeht oder so, oder wo es aus dem Schiff geht. Ein Überlebender. Hey, sie! Was ist los? Sie, was ist los? Oh nein! Ist dieses... Was war das denn jetzt? Uiui, das Spiel wird immer gruseliger. Eiszapfen. Noch einer, oder bist du der gleiche? Scheiße, da kommt noch einer. Nein, nein,
Da ist er. Ja, der MG. Ja, keine Moni. Keine Moni. Nein. Nein. Da ist jetzt auch keine. Der Waffe hier fallen gelassen. Okay, diese Waffe hatten wir noch nicht. Das ist eine der besten Waffen im Spiel. Und eine der letzten sogar. Ja. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel. Und das Let's Play wird auch langsam zu Ende gehen, sag ich mal. Und halt durch haben wir es mindestens. Oh Mann. Wir haben noch sehr wenig Leben. Hey! Da geht's doch unten. Da ist er. Scheiße. Wenn jetzt ein Tier kommt oder irgend so ein Viech, haben wir verkackt. Was ist los? Bist du bekloppt? Jetzt beruhig dich doch. Ich bin dein Freund. Der Urknall. Okay. Oje, oje. Zwei Visionen. Fuck. Wie geht's denn da rein? Irgendwo muss es doch reingehen. Oh Gott, dieser Globus aus Eis, der macht mich wahnsinnig. So einem Psychiater, wenn ich das hier überstanden habe. So, eine Postkarte. Angst machte sich unter ihnen breit, lähmte ihre starken Hände. Entsetzen sprach aus den Klagen der Frauen über die vom giftigen Dampf getöteten und die von Furcht übermannten Lebenden. Und feige Worte tönten durch den Wald. Zuerst schüchtern und leise, aber dann lauter und lauter werdend. Und schließlich waren sie sogar bereit, zum Feind zurückzukehren und ihm ihre Freiheit als Geschenk zu unterbreiten. Und aus lauter Todesangst fürchtete sich niemand mehr vor der Sklaverei. So, wo geht's weiter? Ach komm, da kann man doch seinen Kopf einziehen. Muss man doch nicht gleich ducken. So, hier geht's rein. Okay, zwei Visionen. Welche nehmen wir zuerst? Ich nehme zuerst die von dem Typen. Er hat eine Waffe. Schalte die Batterie ein. Ja. Es ist stockdunkel! Ah, ich muss den jetzt behellen, okay. Damit er die Zombies killen kann. Das ist nämlich doch Teamwork. Ah, jetzt tötet den schon, na los! Oh. Ist da noch jemand? Da! Der ist doch ein guter Schütze. Gut. Okay, das hätten wir. Und ich mache mal kurz Pause. Bis gleich.